Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadow Tactics Blades of the Shogun. Mein Name ist Eki und wir befinden uns noch immer auf dem Channel von Thema eSport. Und ja, wir sind noch immer in der letzten Mission, aber bereits im zweiten und letzten Step. Wir müssen einen Turm infiltrieren und dafür sorgen, dass wir diesen eingenommen bekommen. Ja, jetzt werden wir gleich versuchen, ich denke mit Aiko, dass wir uns einmal umziehen und eventuell die Gegner hier bei Laune halten. So, wir gucken mal, bis wohin die gehen. Ja, so. Ach, guck mal, da ist noch einer. Wenn wir das vernünftig getimed bekommen. Wir speichern mal. Den kann er ja wohl bestimmt nicht sehen, oder? Nein. Wir haben absolut keine Muni mehr hier anscheinend mit irgendeinem. Da doch 4 Schuss noch. Die Frage ist, wie viel das uns bringt. Hoppala, da wollte ich gar nicht hin. Ja. Wie machen wir das am besten? Nee, so schon mal absolut nicht. Das ist schwierig. Wie machen wir das? Und da ist ein Samurai. Frage ist, kriegen wir hier noch irgendwo Schuss für Takuma her? Warte mal, wir können ja noch einen ganz anderen Schritt gehen, sehe ich gerade. Und zwar können wir hier rein, oder? Moment. Nee, können wir nicht. Okay, was soll mir das jetzt bringen? Ich kann mich da nicht hochhangeln. Dachte, ich komme dort hinauf. Ach so, und dann soll ich da rüber und dann geht das hier so weiter, oder was? Ja. Gut. Bringt mir jetzt im Endeffekt gar nichts. Das heißt, wir müssen wohl oder übel wirklich hier hoch. Und müssen schauen, dass wir wirklich alle Sachen, die wir haben, hier irgendwie einsetzen können. Probieren es einfach mal aus. Nein. Was man jetzt aber doch machen könnte. Sieht ihr den? Nee, eigentlich ja nicht, ne? Nö. Ja,
wir sagen. Meine Güte. Gar nicht so einfach. Aber den können wir nicht ablenken. Da wird das auch nichts. Also der hier muss weg. Das ist klar. Wir können das ganze Areal absehen oder sehen. Bis auf dort. Dann machen wir das irgendwie anders. Und zwar versuchen wir da jetzt Uma hinzuschicken. Da so. Der muss ja wohl irgendwann mal kommen. Passt das? Immer noch nicht. Yosh, wakatturu na. Dann machen wir das so. Und lassen ihn gleich heulen. Speichern nochmal. Alter, ey. Nicht dein Ernst. So, aber jetzt muss das reichen, ey, weil sonst. Ja. So. Bis hier vorne wäre safe, ne? Kommt er dem Besuch? Wird er von jemandem gesehen? Nee. Kann er von ihm gesehen werden? Auch nicht. Guter Winkel. Das heißt, wir speichern jetzt erstmal die zwei Kills. So, speichern nochmal, weil wir jetzt gerade schön hier vorne stehen. Dann machen wir. Ach, sie ist ja. Das, was ich gerade im Kopf hatte, war oben Ablenkung zu sorgen, aber das ist ja auch ihr Job, sag ich mal.
Hoppala. Gehst du wieder ins Gebüsch? Ist genau die Kante, ne? Nee. Das funktioniert nämlich genau nicht. Weil... Boah, da sind auch Samurai. Das heißt, wir kommen da nicht so ohne weiteres hoch. Alter. Achso, ja, ihn können wir ja töten. Da hat sich ja nichts dran geändert. Die Frage ist, wie kommen wir dorthin? Können natürlich ihn wegmachen, indem wir mit Yuki vorbeigehen, aber dafür soll nicht schießen. Meine Güte, warum ist er denn so? Jetzt machen wir so. Das war schon nicht schlecht. Das machen wir noch einen Ticken anders. So in der Art machen wir das. So. Na, obwohl. Er soll ja die Leiche nicht sehen, ne? Oh, es wird richtig eklig hier. Wir speichern nochmal, damit ich den ganzen Weg nicht gleich nochmal machen muss. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Dann... Es ist zum Mäusemelken. Warum lasse ich die Leiche auch da so liegen? Also mal ganz im Ernst. Also bei manchen Sachen frage ich mich, was mit mir nicht stimmt. So. Jetzt machen wir das Ganze so.
Na, 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 na. Laden. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. So. Noch einmal. So. So. Nun lassen wir ihn heulen. Was? Das kann doch nicht sein. Also, ne. Ich frag mich schon wieder, wie das jetzt wieder geklappt haben soll. So, haben wir ihn versteckt? Nein. Ah, Leute, es geht aufs Ende zu und ich werde nachlässig ohne Ende. Kann doch nicht angehen. Wir machen das jetzt ein klein bisschen anders. Dann schicken wir ihn dahin. So. Was hat er denn jetzt gesehen? Ich verstehe gerade nicht, wie er was hier sieht. Das überfordert mich gerade. Oh, und ich habe schon wieder nicht versteckt, oder was? Also, warte mal. Also, steht irgendeiner offen? Nee, die sind im Gebüsch. Und irgendwie geht er da unten ab. So, wir speichern jetzt nochmal. Gegen ihn dahin. So, schnell. So. Sind wir schon mal hier? Dann können wir mit ihm hier hochgehen. So. Können wir ihn hier noch reinschmeißen? Den auch noch. Was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein, was hier gesehen werden könnte. Dann holen wir jetzt mal alle nach.
die kleine gute Yuki auch noch. So. Dann speichern wir noch mal. So, und dann würde ich sagen, machen wir die Falle. Oh, okay. Das ist ja doof. Warte mal. Wir probieren mal kurz was aus. Was passiert, wenn ich hier kletter? Komme ich da links? Auch da? Nö. Vermutlich einmal hier um die ganze Mauer rum, oder? Ich meine, es ist ziemlich albern, dass man mich da oben nicht sehen kann, aber ich habe das Spiel nicht entwickelt. Und mir soll es recht sein, aber ich will das Spiel nicht schlecht machen, keineswegs. Ich spiele es echt ultra gerne. Oh, was ist denn hier los? Da kommen wir nicht hoch. Da haben wir den Samurai. Kann der von irgendjemandem gesehen werden? Nee. Hier noch Schuss? Nee, aber sie. Dann machen wir das jetzt so, dass wir, ich glaube, wir holen den Samurai, während, oh Gott, aber die können den sehen, ne? Ja. Das ist ja völlig für den Hintern. So, die sollen mal ihre komische Falle aufsammeln. Auch da längs klettern. Und dann holen wir uns, würde ich sagen, den einen, der dort hinten sitzt. Mit einer Falle. Ja, super. Die kann nicht an hier vorbei. Sehr schön. Oh. Dann machen wir das so. Aber das bringt uns doch gar nichts, oder? Kommen wir da rüber? Na, okay, wir kommen da doch irgendwie hin. Okay. Dann habe ich... Boah, warum dreht die Kamera auf einmal so? Was ist denn hier los? Warte mal, wo bin ich? Boah, auf einmal ist die Kamera komplett woanders hingesprungen. So.
So. Schnell hier hoch. Jetzt haben wir das geschafft. Wie gut kann er denn sehen? Die Frage ist ja, wie kriegen wir die weggenatzt? Zwei Samurai. Eigentlich brauchen wir nur den hier töten und die können wir umlaufen, indem wir dann auf der Mauer längs gehen, richtig? Gut, das heißt, wir brauchen denn ja nur einen Samurai töten, und zwar den. Wie holen wir den? Können wir hier irgendwas auslösen? Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Wir machen das. Beobachten den. Gucken, dass wir los darüber. Dann machen wir das. Und dann versuchen wir gleich, während die schießen. Nee. Das war nicht so geil. dann machen wir das anders. War auch wieder gut, dass ich nicht gespeichert habe. Gott. Speicher noch mal. Nee, jetzt war ja gar nicht der Schusswechsel. Den kriege ich in ihrem Leben da rum. Gut, also sie hören es auf jeden Fall nicht.
Die Frage ist... Wo ist Mugen? Ich brauche Mugen. Ja, Leute, ich komme gerade nicht weiter. Und ich will die Folge auch nicht länger überstrapazieren. Wir lassen uns was einfallen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und denn, euer Ecki.